Schönen guten Tag, lieber Grüns TV. Wir sind hier im Sportpark und zu meiner rechten Seite sehen Sie den Dorfvorstand, die sich einmal im Monat treffen bei einer Sprechstunde. Hallo Herr Dose, Sie sind ja heute auch hier bei der Sprechstunde vom Dorfvorstand gewesen. Was war Ihr Anliegen heute hier? Was war wichtig, dass Sie das einmal kundgeben? Also für mich war ganz wichtig, einmal wollte ich unseren Dorfvorstand kennenlernen und zum Zweiten haben wir ja in der Ernst-Böker Straße seit dem 3.12. letzten Jahres einen Verbrauchermarkt bekommen. Wir aber feststellen, dass ein sehr hohes Verkehrsaufkommen jetzt ist und dass die Gegebenheiten, die jetzt vorherrschen, nicht ausreichend sind, um da einen gesicherten Weg für die Bürger hinzustellen. Resultierend daraus ist, und deshalb bin ich auch hauptsächlich heute Abend hier, wir haben vor kurzem den ersten Unfall da gehabt und ich möchte mir für die Zukunft nicht ausmalen, wenn man da nicht irgendwas schnell macht, was da passieren kann. Also in der Ernst-Böker Straße ist kein absolutes Halteverbot, das muss sich aber schnellstens jetzt ändern, weil wir fließenden Verkehr haben und eben auch den ganzen Verkehr, der auf den Markt und vom Markt runterkommt. Und es haben schon öfter die Reifen gequietscht, weil es sehr unübersichtlich auch ist. Ne? Und Herr Hader oder der Dorfvorstand hat mir auch gesagt, dass sie mit der Gemeinde in Verbindung treten werden und nach Möglichkeiten suchen. Schönen guten Abend, Herr Hader. Guten Abend. Verraten Sie uns einmal, was Ihr Aufgabenbereich hier ist bei diesem Dorfvorstand. Was können wir uns darunter vorstellen? Was machen Sie hier? Ja, der Dorfvorstand ist hier in Pönitz vor einem Dreivierteljahr gewählt worden. Und wir sind das Verbindungsglied zwischen der Gemeindevertretung, dem Bürgermeister und den Bürgern in unserem Dorf. Wir kanalisieren das, was die Bürger betrifft, und gehen dann auf die entsprechenden Stellen in der Gemeindevertretung zu und versuchen dort die entsprechenden Wünsche der Bürger anzubringen an der richtigen Stelle und dafür zu sorgen, dass, wenn möglich, die Wünsche erfüllt werden. Und dann wollen wir noch gucken, dass wir uns gut im Dorf verstehen, die sozialen Kontakte besser werden. Wir haben ja erreicht, dass die Gemeinde im letzten Jahr den Beschluss gefasst hat, ein Dorfgemeinschaftshaus zu bauen, gleich neben dem Museum. Der Dorfvorstand leistet hier eine tolle Arbeit durch ihre Sprechstunde. Man sieht ja, wie viele Leute heute Abend hier waren. Ich fand, es war relativ gut besucht. Ich war jetzt heute Abend das erste Mal hier. Einige Fragen kann man direkt beantworten, aber der Dorfvorstand ist ja dann auch so ein gutes Bindeglied zur Verwaltung, um diese Sachen aufzunehmen und auch akribisch dahinterher zu sein, dass sie passieren. Und ich als Verwaltung oder als Vertretung der Verwaltung kann da nur zusichern, was wir davon umsetzen können, vielleicht auch schon zu ein paar Sachen Antworten geben und finde es dann toll, wenn wir so eine Zusammenarbeit haben und auch so entspannt miteinander umgehen können. Also grundsätzlich würde ich mich freuen, wenn wir jeden Einwohner einmal im Jahr hier treffen würden. Dann würden wir noch viel mehr zusammenkommen und so weiter haben. Wir treffen uns also einmal jeden letzten Dienstag im Monat um 18 Uhr hier im Sportbistro, bis wir unser eigenes Dorfgemeinschaftshaus haben. Und wir sind aber auch telefonisch erreichbar. Also unsere Dorfvorsteherin Regina ist auf der Internetseite, auf der Homepage der Gemeinde als Ansprechpartner mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse benannt. Und auch ich als stellvertretender Dorfvorsteher bin erreichbar. Oder wir treffen uns hier im Nettomarkt, wie zum Beispiel am letzten Wochenende Herr Dose das gemacht hat. Also erreichen Sie uns und kommen Sie zu uns und dann geht es mit der Dorfschaft weiter. Ich habe meinen Wahlkampf damit gemacht, dass ich bürgernah bin und natürlich können die Bürger alle gerne zu mir kommen, aber der Dorfvorstand macht hier so eine tolle Arbeit, ist auch der kürzeste Weg und deswegen kann ich nur sagen, nutzen Sie das alle, gehen Sie in die Dorfvorstände, sprechen Sie mit den Leuten, Kommunikation hilft immer. Dankeschön.